Verspätung, aber naja. Ist aber hässlich. Ich habe das Problem, dass die so leise sind. Ich habe den Ton so runtergedreht, dass ich die Dialoge nicht mehr höre, aber die schraube ich gleich mal hoch. Ja, okay. Also letztendlich könnten wir die jetzt auch selber synchronisieren. Oh, scheiße, ist das kalt hier draußen. Ich habe eine total rote Nase. Oh ja, ich auch. Mit uns funkt irgendjemand, aber ich kann ihn nicht verstehen. Ich habe meinen Sound so leise gemacht. Genau. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Das wird nicht wichtig gewesen sein. Boah, ich habe hab auch schon. Ich setz mal einen Helm auf. So, bevor wir jetzt lostrampeln, ich kann das einstellen. Und zwar Audio. Und dann stellen wir mal die Sprachausgabe wieder auf 60, ja. Ja, mindestens. So, ich glaube aber fast, die Effekte können wir auch nochmal ein bisschen hochschrauben. Die habe ich auch gerade gesagt, mal nochmal sicht. So, wir können weiter loslegen. Geht schon los oder was? Oh, ich kann sie ja schon zielen hier. Ich glaube. Drücke hier lang. B. B. Ja, wir müssen hier hinten. Die Hand vor Augen nicht. Wie sind wir eigentlich genau, in diesen Schlamassel reingeraten? Der Doc braucht uns, Sam. Wir sind keine erfahrenen Soldaten. Himmel, du weißt ja nicht mal, wie du dein Gewehr richtig halten sollst. Was? Ich bin Battlefield-Veteran. Natürlich weiß ich, wie ich hier ein Gewehr halten soll. Ah ja. Du rennst hier schon vor. Oder? Das ist mir zu kalt, ich will ins Warme. Heilige Scheiße. Oh nein. Ja, Renner habe ich schon gefunden. Alter, geil. Hey Doc, wir haben es gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Was für Taste soll ich drücken? Kugeln, super. Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten, bevor wir erfrieren. Vielleicht können wir uns einen Weg hineinschießen. Sie suchen nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Ah, na. Ist down. Du schießt zuerst, wenn Magazin leer ist. Ich nehme mal die Ausfinde, wie hier der Nagel.
Nahkampf fehlt, haben wir hier bald ein Problem, ne? Du Blärtaste an. Ah, tatsächlich. Da ist gerade was hochgekrabbelt. Kann ich die Leiter hier? Mit E. Weil ich stampf, damit sie auch rauskommen alle. Ich glaube, der ist hier durch die Tür, durch den Schacht. Auf jeden Fall ist hier alles voller Blut. Ich mach mal hier die Hütte auf. Wir müssen die gemeinsam aufmachen, oder? Ah ja, drück mal genau. E. Nee, wir brauchst ja alles schon. Zylinder. Ich hab ihn! Schappen. Doc, ich hab ihn! Oh. Tim, wo sind Sie? Hey Doc, ich hänge an einer Felswand, aber ich habe, was immer das ist. Der Codex, er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Silo und halten Sie keine Zeit an. Mach mal einen Helm ab. Blaue Lippen hat er auch schon. Gott, hässlich hätten sie aber nicht machen können. Aber kein Eiszapfen an der Nase. Oh, wer wobbelt denn da? Die haben wohl Geigenmännchen gespielt. Ah, jeder hat verloren. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Okay. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Okay. Ihren Dad? Oh. Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Nein, Sir, bin weisen, Junge. Schön zu hören. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gesagt, dass du weisen, Junge bist. Ich vermisse ja keiner. Hast du ja toll gemacht. Da war kein Hubbel, da war ein Hubbel, da war kein Hubbel. Daten gelöscht. So Jungs, das war's, haben wir durchgespielt? Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele gebaut und auf zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir eintreffen. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Oh. Jetzt mal trifft den Schluck. Hinterchen zu dieser Flasche. Genau. Mit Big Bourbon oder was? Jetzt kommen mein Kumpel Jack und Daniels und dann ist los. Oh,
Ja, schizophren, wa? Komm ich die Tür, mach das aus. Guten Morgen. Aufs Erleben. Tüti Isaac Clark, Finger weg von mir. Antworten Sie. Habt ihr gerade gefragt? Er ist es. Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch. Ja. Hoch. GZ? Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich. Die Regierung zwang mich. Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein. Nein! Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary? Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Nun läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Jetzt finde ich bitte Pistole. Nee, das ist meine Bohrmaschine. Ja, aus dem Akkuschrauber. Ach, ich bin der Coole. Da fängt ja schon mal gut, ey. Okay, ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist er? Coole. Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Hey, wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon. Norton, Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Verstehen Sie daran nicht, das gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Ach du Mann. Niemand mehr? Da ist unser Wagen, los jetzt! Hey Nico, guck mal, ob wir drücken. Wir haben uns gefunden zum Wagen, los, los! Ja. Pumpe. Sollte man den Zielmodus irgendwie ändern? Ich glaube ja. Aber mit dem Mausrad. Oder wie meinst du Zielmodus? Ah, den ja. Norton, das sind Unitologen. Warum wollen Sie uns töten? Die wollen Sie töten. Was? Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Mieses Arsch. Mal, geh mal hier halt auf. Geh mal gucken, was da oben los ist. Vielleicht sollen wir ja da so ja. Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Ich habe früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Irgendeine Endzeitprophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher Corp-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam.